Hochbetrieb in der Münchner Notaufnahme. 9 Behandlungsräume und der Akutbereich sind voll. Die Patienten stapeln sich auf den Fluren. Für Florian Lemming und sein Team kaum zu schaffen. Jeder Tag hier ist ohne Pause. Die psychische Belastung ist extrem hoch und die Krankmeldungen nehmen zu. Weil wir auch eine Umgebung haben, die krank macht, muss man sagen. Permanenter Stress, permanente Unzufriedenheit. Es sei der ganz normale Wahnsinn, so gehe es schon seit Wochen, so Oberärztin Rosbach-Wilk. Ja, okay, alles klar. Der Grund: von 16 Notaufnahmen in München haben sich 13 von der Notrufleitstelle abgemeldet. Sprich, sie sind im Augenblick überlastet, haben zu viele Patienten und können die eben nicht zeitgerecht versorgen. Die Folge: die Patienten werden von den Rettungsdiensten hier eingeliefert. Dabei ist es jetzt schon eng. Hier sind mehr als alle Plätze belegt. Durch den Personalmangel in der Pflege sind wir schon lange mit halber Besetzung. Zu viele Patienten, zu wenig Personal, Ausfälle auch durch Corona. Das bedeutet mehr Arbeit auf weniger Schultern, Schicht für Schicht, ohne Pause. Ein 96-jähriger Mensch ist vom Rettungsdienst eingeliefert worden. Ich habe diese großen Schmerzen hier. Wollen Sie ein Schmerzmittel haben? Ja. Ja. Das wäre gut. Ruf dann gleich einen Arzt an, gell? Ja. Pflegekraft Lea versucht dem älteren Herrn die Angst zu nehmen. Seit kurzem arbeitet die 20-Jährige hier. Eigentlich ihr Traumjob. Doch. Man kommt jeden Tag mit einem schlechten Bauchgefühl schon in die Arbeit, weil man weiß, man kann die Patienten nicht so versorgen, wie man sie eigentlich versorgen möchte. Wir hatten hier schon so oft die Situation, wo ich hier da stand und einfach geweint habe, weil ich nicht mehr wusste, wie ich das machen sollte. Wie lange Lea das noch aushält, sie weiß es nicht. Einige haben das Team mittlerweile verlassen. Verlassen fühlt sich auch Christoph Meisel. Seit über 4 Stunden liegt er hier mit verdrehtem Knie. Man fühlt sich halt hier verloren. Also ich kann nicht laufen, aber trotzdem kommt keiner, der hilft. Man ist halt eine Nummer und liegt hier rum und die Leute gehen hier vorbei, als wären wir eher Deko. Astrid Köstler hat starke Schmerzen, Verdacht auf eine gerissene Sehne. Über 4 Stunden. Warten Sie? Mhm. Und hat jemand schon nach Ihnen geguckt? Nee. Trotz Nierensteinen und langem Warten zeigt Stefan Barger Verständnis für die Situation. Ich bin ein bisschen erschrocken gewesen, weil man hört natürlich immer, Da ist wenig Personal, viel los. Ja. Wenn man halt dann selber betroffen ist, dann ist es mal was anderes. Dann kriegt man das einfach mal so mit, wie es auch wirklich ist. Ein ständiges Ringen für alle hier. Stationsleiter Florian liebt seinen Beruf. Doch bei allem Engagement fühlt er sich über dem Limit. Diese Flut von Patienten in Kombination mit einem starken Personalmangel sorgt dafür, dass Leute hier nach Hause gehen und immer das Gefühl haben, sie haben nicht richtig versorgt. Und Menschen nicht so helfen können, wie sie es wollen, schnell und effektiv. Seit 6 Stunden wartet Hermann Westermeier. Nach einer OP bekam der 82-Jährige zu Hause Herzprobleme. Ist schlimm, also was soll die machen? Muss heute noch stationär abgerufen werden. Doch das kann dauern, denn auch auf normalen Stationen sind Betten Mangelware. Das führt dazu, dass die Patienten, die hierher kommen und die stationär aufgenommen werden müssen, dass wir kein Bett für sie haben und die Patienten entsprechend in der Notaufnahme liegen. Statt 900 sind in der Klinik derzeit nur knapp 600 Betten verfügbar. Die Folge: Stau auf der Notaufnahme. Die Situation im Münchner Notfallzentrum, kein Einzelfall. Laut einer bundesweiten Umfrage leiden 98% von 360 Notaufnahmen unter Personalmangel. 86% melden sich immer wieder von den Rettungsleitstellen ab, weil sie voll sind. Die Überbelastung der Notaufnahmen ist in ganz Deutschland sehr ausgeprägt. Aber wir versuchen alles, die Patientensicherheit aufrechtzuerhalten. Aber natürlich in Phasen mit hohem Stress kann es auch mal passieren, dass die Patientensicherheit dann gefährdet ist. Heißt, dass Diagnosen übersehen werden, heißt, dass möglicherweise auch Behandlungen verzögert werden. Der Stress in den Kliniken setzt sich bei den Rettungsdiensten fort. Sind die Notaufnahmen dicht, ist es ihr Problem, die Schwerkranken unterzubringen. Denn im Gegensatz zu den Kliniken können sie sich nicht abmelden. Wir sind einfach ein schwaches Bindeglied dazwischen, was alles ausbaden muss.
Das eine Krankenhaus hat sich abgemeldet und so langsam sind alle vom Netz gegangen und jetzt sind Transportzeiten von einer Stunde nichts Unnormales. Und wir kriegen die Patienten ins Auto, wir kriegen sie dann aber nicht mehr im Krankenhaus los. Ortswechsel. Hochbetrieb in der Romed-Klinik in Rosenheim. Im Minutentakt kommen die Rettungswagen zur Notaufnahme mit Fahrzeiten über einer Stunde aus 50 Kilometern Entfernung. Dennoch geht hier was. Aber immer natürlich unter der Vorgabe, dass der lebensbedrohliche, lebenskrankte Patient natürlich den Vorrang hat. Über 100 Notfallpatienten werden hier pro Tag behandelt, im Jahr rund 40.000. Die Romed-Klinik ist weit und breit der einzige Notfallversorger im südlichen Oberbayern. Ja, das heißt, jeder stationär behandlungsbedürftige Notfall kommt zu uns. Und darauf verlassen sich die Menschen Tag und Nacht. Und wenn Romed nicht liefern kann, dann gibt es keine Alternative. Abmelden praktisch nicht möglich, denn der nächste Versorger ist weit weg. Mittendrin Doris Feiler, sie organisiert das Ganze. Was sie alle in der ohnehin angespannten Situation nervt, bringt sie auf den Punkt. Dass wir ganz viele Patienten haben, die nicht unbedingt zu uns kommen müssen, vielleicht auch mal beim Bereitschaftsarzt oder beim Hausarzt ganz gut aufgehoben werden. Die nehmen uns die Ressourcen, die nehmen uns die Plätze weg, die nehmen uns die Zeit weg. Zeit, die an anderer Stelle dringend benötigt wird. Auch mal zum Innehalten. Ein Patient ist gestorben. Trotz großem Einsatz konnten sie ihn nicht retten. Wir haben dem Patienten eine Kerze aufgestellt in seinem Zimmer. Das ist für mich persönlich ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn es bloß 10 Minuten sind, aber ich brauche dann schon auch die Zeit, so ein bisschen Abschied zu nehmen und den Fall abzuschließen. Die 53-Jährige habe schon mal daran gedacht, aufzuhören. Doch wenn alle dies täten, wer macht es dann? Zurück in die Münchner Notaufnahme. Eine junge Frau wurde nach einem schweren Unfall eingeliefert. Das Team kümmert sich um sie. Andere Notfallpatienten müssen jetzt warten. Doch nicht alle haben Geduld und die stressen das Team zusätzlich. Patienten, die sich dann super laut beschweren, dass sie hier nicht sofort behandelt werden und null Verständnis für diese Situation haben. Um die Dringlichkeit festzustellen, wird bereits bei der Aufnahme der Zustand des Notfallpatienten gecheckt. Wer muss in die Notaufnahme und wer nicht? Sind die Hausarztpraxen geschlossen und die Erkrankung nicht lebensbedrohlich, hilft der ärztliche Bereitschaftsdienst unter der bundesweiten Telefonnummer 116 117. Akute Bauch- oder Rückenschmerzen etwa, aber auch Hals- oder Ohrenschmerzen und fiebrige Erkältungen werden hier behandelt. Die Notaufnahme im Krankenhaus ist für lebensbedrohliche Fälle gedacht. Etwa bei plötzlich auftretenden, sehr starken Beschwerden, bei Unfällen, bei Schlaganfällen oder Herzinfarkten. Auch Komplikationen in der Schwangerschaft, Vergiftungen und Suizidversuche gehören hierher. Trotz aller Bemühungen gelingt es nicht immer, Menschenleben zu retten. Pflegekraft Sandra bleibt, obwohl ihr Dienst seit Stunden zu Ende ist. Für die Kollegin heißt es, dass die jetzt den Sterbeprozess eines Patienten begleitet. Um das noch halbwegs würdig zu gestalten, bleibt diese Kollegin jetzt freiwillig länger, auf unbestimmte Zeit. Die nächste Hiobsbotschaft. Eine Mitarbeiterin hat sich krank gemeldet, fällt im Spätdienst aus. Das bedeutet noch mehr Arbeit auf wenigen Schultern. Nicht mitziehen ist keine Option. Es geht immer um Menschen, um Patienten, um hilfesuchende Menschen. Und da aus dieser Sache kommt man nicht raus. Also da kann man dann nicht sagen, so jetzt ist aber Schluss und ich gehe nach Hause. Doch ständig am Limit ist auch keine Option. Der Notruf aus der Notaufnahme, er sollte endlich gehört werden.